Willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Marios kleiner Bruder ist kein furchtloser Held, er ist ein Angsthase und er wird sich im Let's Play noch einige Male in die Hose machen müssen, aber er ist ausgestattet mit dem Schreckweg 0816 vom Professor Igitt, mit dem wir die Geister einsaugen können und sie damit besiegen. Das machen wir jetzt auch im Umkleideraum, Ankleidezimmer. Es gibt ein paar Tipps und Tricks, um möglichst viel Geld an Land zu holen, um das Spiel möglichst gut zu beenden. Der erste Tipp, worauf man achten sollte, sind auf jeden Fall schon mal die Geldgeister. Und sich nicht von anderen Geistern erwischen lassen oder auf der Bananenschale ausrutschen. Ein bisschen tricky manchmal. Erstmal weg hier mit den Kong-Utensilien. Also Geldgeister. Es gibt Geister, wenn man die aufsaugt, geben sie verdammt viel Kohle ab. Aber viele Sachen können wir halt nicht mehr machen, wenn wir alle Geister eingesaugt haben. Dann wird der Raum hell. Und viele Secrets können wir nicht mehr bekommen, wenn wir erst den Raum erhellen und dann den Raum erkunden. Also ihr werdet gleich sehen, was ich meine, denn hier hat man das prädestiniert vorgemacht. Nein, nicht drauf ausrutschen. Nein, 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 nein. Ich behalte alles. So, denn ich glaube, jetzt sind alle Geister hier besiegt. Und im linken Schrank befindet sich ein normaler Geist. Wenn ich den einsauge, ist der Raum hell und alles ist wieder frei. Aber im rechten Zimmer, im rechten Schrank befindet sich der Geldgeist, der wirklich nur erscheint, wenn ich jetzt den Schrank aufmache. Wenn ich den einkassiere, geschieht das. Ah, jede Menge Zaster. Erstmal die Geldscheine, die geben natürlich mehr als die Münzen. Und die ganzen Sachen, die gehen auch nach kurzer Zeit wieder weg. Deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr mal vorbeikommen könntet. Da auch Clou. Na, verdammt. So, hier müsste nichts sein. Genau, und hier ist jetzt der Letzte. Ja, man muss schon sich auskennen, wenn man es perfekt lösen möchte. Und alle Geldgeister und goldenen Mäuse mitnehmen. Hier oben ist jetzt schon Schlüssel. Sehr gut. Ich mag diesen Sound. Und der Gameboy Horror, angelehnt an den Gameboy Color, zeigt uns, wo wir den Schlüssel gebrauchen können. Ja, ich kann noch mal ganz kurz die Karte zeigen. Also das ist die komplette Villa. Wo wird sich Mario verstecken? Irgendwo hier ist er. Aber wo er ist, wir werden es sehen. Wir müssen einfach die ganze Villa erkunden. Mit dem Gameboy Horror können wir noch mehr anstellen. Scannen. Sieht bequem aus. Ach nein, ich behalte meine eigenen Klamotten. Oder wenn ich jetzt hier schaue. Blum. Na also bei näherer Betrachtung lauter Myrtenlöcher. Pfui. Ja, da werde ich auch noch ein bisschen mehr scannen diesmal, aber weil so viele geile Sachen, so geile Sätze eingebaut wurden. Merkwürdig. Aber jetzt führt der Weg erstmal nach links. Ah, hier ist ein Balkon. Sehr schön. Und schon wieder ein weidender Toddy. Mario, wo bist du nur? Was? Luigi? Fast genauso gut. Oh ja, Luigi, zum Glück hast du mich gefunden. Da fühle ich mich gleich viel wohler. Bitte, 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 du musst Mario retten. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag er stecken? Ja, in den Räumen, wo sich Toad befindet, ist eigentlich in der Regel kein Geist. Ich zeige euch noch was Besonderes. Wenn man einen Spiegel scannt, passiert dies. Man wird immer wieder teleportiert an den Anfang. Dann müsst ihr den Weg zurück nicht finden. Nicht wahr, Toddy Boy? Seit wann gibt es mehrere von euch? Warte mal, wenn ich dich mal scanne. Babam. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ah, ich muss einen krümmenden. einen krümmenden Todd. Den nächsten. So. Nein! Ich wusste doch, hier ist noch was drin. Gib mir erstmal die Scheinchen. Gib mir erstmal die Scheinchen. Also Wario wäre hier längst ausgeflippt. Der hätte sich gleich eine ganze Staubsaugerarmee gekauft. So, da unten ist ja ein magisches Siegel oder wie auch immer. So. Der Schlüssel ist, wie wir gesehen haben, wir können auch die Vasen auschecken, aber da ist meistens nichts. Auf den Gameboy Horror meldet sich Professor Igitt. Moment mal, Luigi. Ich bin's, Professor Igitt. Ich erhalte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die dir bisher untergekommen sind.
Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so. Ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Knopf drücken, um dessen Herz zu Anhaltspunkte hin zu untersuchen. Manchmal erfährst du so, wie du sie am besten überraschst. Also Luigi, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Gemälde Geister. Ja, die sind ein bisschen mehr special. Aber das sehen wir ja gleich. Dreh erstmal den Schlüssel um. Okay, die Sequenz werde ich in Zukunft überspringen, wenn ihr nichts dagegen habt. hier will mir jemand eine Falle stellen. Die Münzen locken einen dahin. Aber das ist eine Fake-Tür. Wenn wir die Tür öffnen, also wir können auch auf die Karte gucken. Perfekt, das... Ja, nicht du. Ne, also ihr seht, da ist keine Tür. Das da rechts ist eine Tür, das da noch weiter links auch, aber die hier nicht. Die könnt ihr enttarnen, wenn ihr dran saugt, die echten Türen wackeln. Und die Fake-Türen nicht. Also ich würde es ja zeigen, aber dann verliere ich wieder Münzen und Geld. Wir versuchen den 100% Run möglichst perfekt hinzukriegen. So, perfektes Beispiel. Ich glaube, hier gibt es auch Geldgeist und eine goldene Maus. So, erstmal den. Dürfen wir auch nicht vermasseln, ne? Also nicht entkommen lassen oder so. Da kam nämlich gerade zum Buch geflogen. Der erste Rubin. Von den Edelsteinen werden wir auch möglichst viel an Land ziehen. So, da sehen wir ja schon den Gemäldegeist. Aber den lassen wir erstmal warten, um den kümmern wir uns gleich. Denn dann ist es ja hell. Das ist das Problem. Noch ein Secret hier. Da liegt ein Käsestück. Immer die Käsestücke scannen. Dann erscheinen die Goldmäuse. Und die braucht es ebenfalls, wie ihr sehen könnt. Ah, die können ganz schnell entkommen. Die sind schlimmer als die Geldgeister. Das geht gerne schief. Und das habe ich verdammt ungern. So. Ich glaube, das war's. Wir können uns gleich um den Fuzzi kümmern. Was haben wir hier? Bücher. Dort liegt ein Buch mit dem Titel Die käsehafte Anziehungskraft der Dunkelheit. Werfen wir einen Blick rein. Die Dunkelheit übt auf Geistermäuse eine unvergleichbare Wirkung aus, wie Käse auf echte Mäuse. In der Dunkelheit strahlen sie eine goldene Aura der Zufriedenheit aus. Ich muss versuchen, noch vor der Morgendämmerung möglichst nah an die eine heranzukommen. Nah an eine heranzugelangen. Gezeichnet Gerd Gauda. ja, und jedes Regal ein eigenes Buch. Das Buch des Perikles. Okay, werfen wir einen Blick rein. Es gibt spirituelle Wesen, die als elementare Geister bekannt sind. Sie kommen in den Elementen Feuer, Wasser und Eis vor, die den Großteil unserer Welt bilden. Um diese Elemente Herr zu werden, muss man im Besitz einer Elementmünze sein. Es ist der Bereich des Möglichen, dass elementare Geister nur den Träger einer solchen Münze sichtbar werden. Auch das werden wir noch sehen. Alles kein Problem. Igitts Geisterfibel. Klar. Schmökern. Geneigte Leser, sicherlich hatten auch Sie schon einmal ein Problem mit Geistern, die sich wahrscheinlich nicht ohne weiteres erschrecken lassen, richtig? Sie verfügen über ein enormes Einfalls... Sie verfügen über enormen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, sich vor Lichteinfall zu schützen. Was also, verehrte Leserschaft, wenn man von eben jenen sturen Astralgestalten aufs Heftigste bedrängt wird? Geht Ihnen ein Lichtlein auf? Nun, zunächst einmal sucht man nach einem Hintertürchen, einer Möglichkeit, sie zu einem unerwarteten Moment zu erwischen und aus dem Konzept zu bringen. Zeigt ein Gespenst sein Herz, dann ist es der richtige Zeitpunkt gekommen, um den kleinen Racker dingfest zu machen. Lassen Sie sich von mir versichern, dass ich auf diese Weise bereits Dutzende von Geistern fangen konnte. Ja, ziemlich trockene und staubige Lektüre, aber trotzdem nochmal der letzte. Rolandas Kinderpflegejournal. Okay. Für Geister ihres Alters sind die Zwillinge auffallend schüchtern. Kürzlich sind sie sogar verschwunden, um ihren Zimmerschlüssel fernab ihres Zimmers in der Villa zu verstecken. Sie rauben mir den letzten Nerv. Sie sind förmlich ausgerastet, als ich ihr Hubschrauber-Mobile bewegt habe. Die geistige Jugend heutzutage, wer durchblickt schon, was in ihren Köpfen vor sich geht? Ja, es waren schon Tipps für spätere Geister. Immer eine Erklärung, warum die Schlüssel hier überall zerstreut sind. Das ist ja wie in Resident Evil, wirklich. Man hat immer gesagt, Resident Evil für Kinder. Ja, weil man überall Räume und Schlüssel findet und wieder zurück. So, das ist das Herz. Diesen Gemäldegeist überrascht man noch recht einfach. Indem man einfach gähnt. Nein, der Giftpilz, den darf auf keinen Fall berühren. Diese Gemäldegeister sollte man auf jeden Fall versuchen, möglichst schnell zu bezwingen. Und mit einem Ruck. Nur so bekommt man die ganz großen Perlen. Ihr seht es gerade unten rechts. Nur eine ganz große Perle. Klar, für jeden Geist, der sich komplett sofort hat einfangen lassen, gibt es eine große Perle, die besonders viel wert ist. Also,
werde ich versuchen, die Gemäldegeister auf einen Schlag zu bekommen. Das wird mir nicht immer gelingen, ist mir schon klar. Weil es wird auch immer schwieriger. Okay, hier sind wir fertig. So, ganz ruhig. Schwupp. Die anderen Türen. Nein! Okay, ich krieg sie wieder, die Münzen. Ich hab mich echt so eine Maus zum Narren gehalten. Da können wir noch nicht rein. Die andere Tür ebenfalls nicht. Aber hier haben wir eben den Schlüssel bekommen. Was geht hier ab? Ich glaube, nicht so viel. Okay, ein Goldbarren. Okay. Mal ganz kurz die Bettdecke. Entsaugen! Alter, was ein Staubsaugerbeutel da drin sein muss. Also wir müssen später auch noch andere Zimmer wieder zurückgehen müssen und sowas. Für kleine Secrets, ich mach das alles. Kein Problem. Aber im Moment gibt es hier nicht so viel. Weiter, also keine Geldgeister, kein Käse. Jedes Scheinchen. Okay, ihr seht sie. Wie wird man sie knacken können? Wie gesagt, man kann sie immer scannen mit dem Game Boy Horror. Sie kämmt sich seit 8000 Jahren. Jetzt lass mal ein bisschen rein. Meine Güte, es sieht wie Hechtsuppe. Das habe ich vorgelesen und konnte deswegen nicht agieren. Mach ich gerade nochmal. Mit dem Staubsauger. Also Achtung. Das macht sie verwundbar. Das ist schon bedenklich. Erst tun wir den Hausherrn einsaugen. Jetzt seine Frau Gemahlin. Aber der Giftpilz ist echt nicht gut. Den müssen wir echt, dürfen wir nicht berühren. Dann hätten wir es vermasselt. So, Wunderbärchen. Läuft doch wie am Schnürchen. Mit dem Geisterchen und dem Staubsaugerchen. Und hier kriegen wir ein Schlüsselchen. Ich höre schon auf damit. Okay, bisher muss ich sagen, eigentlich perfekt gelaufen. Da draußen sind wir auch Toddy. Da hinten waren wir ja bereits. Ich kann hier nochmal dran kloppen, aber da wird nichts sein. Oh yeah. Okay, ich glaube. Babygeschrei. Und da ist auch unser nächster Schlüssel. Heißt so viel wie geh hin, Luigi. Klar, gucken wir uns an. Mario. Ein Herz. Gut. Warum nicht? Ich glaube, es gibt auch Orte, wo ein Herz erscheinen kann oder auch Geld, wenn man das sein Herz noch voll hat. Und das Baby liegt natürlich an seinem Bettchen. Es ist Louis. Der es nicht mag, wenn man sein Schaukelpferdchen vergewaltigt. Hallo, spielst du mit mir? Nun denn, ich kann mit dir Ball spielen. Was hältst du davon? Blöde Teddys. So, bong! Fandst du es lustig? Ich fand's lustig! Aua, du hast Aua gemacht. Dabei wolltest du nur spielen. Ihr Großen seid alle doof. Also ein bisschen viel größer als ich. Mir reicht's. Klein. Jetzt werd schon kleiner. Klein, klein, klitze, klein, klein. Und mir kriegt Kakadu. Das klang wie ein Tokyo Hotel Song. Irgendwie so. Was zum... Eine creepy Traumwelt. Es ist der erste der vier Bosse. Also man hat quasi vier Gebiete. Das erste Gebiet, was wir jetzt hatten, das war... sehr winzig. Und er ist der Boss. Was hast du für ein Problem? Ich hab's nicht ganz verstanden. Red mal deutlicher, du nuschelst ein bisschen. Okay, wie besiegt man ihn? Ja, ist wirklich bedenklich. Also erst den Hausherren, dann die Mutter und jetzt das Kind. Und die Personen, die danach kommen, sind eigentlich nur nebensächlich. Schaukelpferde. Hier gibt es auch einen Cheat, einen sehr merkwürdigen Bug, der ein bisschen schwierig heraufzubeschwören ist. Mit dem man auch direkt zum Ende gelangen kann. Direkt zu Bowser. Fragt mich jetzt nicht wie genau, aber das geht theoretisch. Bug-Using, Glitch-Using. So, wir können den gar nicht. Den hier, Bossgeister, können wir nicht auf einmal reinziehen, aber ich kann mich durchaus schon besser anstellen.
toll. War nicht so pralle, nein? Ich weiß, wie man mit Kindern umgeht, zumindest mit solchen. Louis, Louis. Brother Louis, Louis, Louis. Na, 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 na. Auch direkt hier hinbegeben, damit die Schaukelpferde recht schnell machen. Aber es soll ja kein Speedrun werden. So, Bälle, Bälle. Einer der Bälle bleibt liegen und können wir dann benutzen. Mop. So, kriegen wir den? Das wird ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob es geht. Jetzt schon wieder Luigi hinter sich herschleift. Ich glaube, man muss dreimal versuchen. Jeder ärgert sich immer so, oh, verdammt fast. Aber man muss dreimal. Dreimal machen. Bum, bum, bum. Komm mal her, Bema. Ja, du bist ein Kumpel. Du bist bestimmt mal ein ganz toller, großer Geist. Nein, er wird für immer ein Baby bleiben, das ist es ja. Er wird für immer klein und winzig sein. So viel Größe hat er sich gar nicht gemacht, ne? Die Kinder, die Jugend von heutzutage mal wieder. Das kommt davon, wenn die schon im frühesten Alter Call of Duty spielen. Oder sowas. So, und schwupps ist der Geist rasiert. Eingesackt. Peace. Double Peace. Luigi is the best. Ein pinker Schlüssel. Also eigentlich müsste Louis ja weiblich sein. Guck doch mal die Stühle an hier. Und all das. Weist eigentlich alles darauf hin, dass hier ein Mädchen wohnt. Auch der pinke Schlüssel, aber Louis ist... Ich hab nicht nachgeschaut. Ich lasse es mal so stehen. Das ist Louis. Luigi, hörst du mich? Dem Himmel sei Dank, du bist okay. Ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Da war ich etwas besorgt. Du scheinst nach dem langen Kampf etwas außer Puste zu sein, nicht wahr? Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Sobald du einen Bossgeist aufgesaugt hast, ist dein Schreckwerk nur noch 16 dem Bärst nahe. Obwohl, hey, ich hätte das dem Bossgeist gezeigt, wer der wahre Boss ist. Das kann ich auch mal sagen, du. Tja, der wird sich umgucken. Gute Arbeit, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Man sieht dir das mal an. Annähernd 20 Jahre hat es gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Ich bezeichne es als den Geisterporträtifizierer. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir gefangenen Geister in Gemälde umzuwandeln. Doch damit nicht genug. Es funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wie? Du möchtest wissen, wie es funktioniert? Nun, das ist ganz einfach. Du musst lediglich den Schreckwerk 0816 an diese Buchse anschließen und danach ist es zugeschaut und mitgestaunt, Kleiner. So viele kratzige Stimmen bei Luigi's Mansion. Unfassbar. So, dann gucken wir mal. Die Geister werden da reingespült. Okay. Das muss. Ich hoffe, das ist ein gutes Waschmittel. Weichspüler auch dabei, ja? So, und hier. Blub. Werden sie draufgepresst. Die Geister sind unsichtbar. Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Fertig sind unsere unheimlich geistreichen Gemälde. Wenn man sie mit einem Ruck einsaugen konnte, gibt es dafür auch einen goldenen Rahmen. Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Und die Abrechnung des ersten Gebietes. Bereich 1. Ramon, Rolanda und Louis. Alle mit goldenem Rahmen. Naja, der Louis zählt ja nicht. Das ist ja was. Ist ja ein Bossgeist. Macht summa summarum insgesamt 3 Geister. So. Haben wir einkassiert. 3,2 Millionen. Nein, 7,815 Millionen. Geld. Steht ja an G. Fein. Das speichern wir. Und im nächsten Part beginnen wir mit dem zweiten Gebiet. Ist der Daumen oben? Wird Luigi euch loben? Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.